Wie ihr hören könnt, geht es in Kangs Chronopolis heiß her. Es sieht wirklich nicht gut aus für uns. Unsere letzte Hoffnung ist, ein Plan in Kangs Zitadelle vorzudringen und ihn auszuschalten. Laut meinen Quellen konnte Wasp Kontakt zum fernen Nowhere aufnehmen. Das ist der riesige Schädel eines Celestials, falls ihr nicht aufgepasst habt. Nicht zu früh, Freunde. Das Hilfsangebot stammt nämlich von einem Hund. So verzweifelt sind die Avengers, Leute. Weltraumhunde hin oder her. In dem Weltraumschädel gibt es genug Energie, Technik, Kram oder meinetwegen Zauberbohnen, um in diese Zitadelle zu kommen. Unsere sogenannten Helden brauchen einen scharfen Blick, um die Nexus-Splitter zu finden, die sie so geschickt verstreut haben. Odin, mein König. Das Reich ist verloren. Unser Heer besiegt. Genug! Die Schuld tragen die tapferen drei, die sich Kang widersetzt haben. Es gab eine Abmachung. Odin, warum nur habt ihr einen solchen Pakt geschlossen? Ich meine, Sohn, du lebst? Vater, was soll dieser Irrsinn? Thor, bist du es wirklich? Ei, Vater! Heimdall! Heimdall! Loki? Du? Wir hatten dich doch verbannt. Kang hat mich da rausgeholt. Mit seiner Hilfe habe ich Vater unter dem Vorwand losgeschickt, dich zu suchen, als Manhattan vor langer Zeit verschwand. So konnte ich meinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron einnehmen. Thor! Alles bricht zusammen! Endlich bekomme ich meine Rache! Sotur, gemeine Bestie! Hip hop, Sotur! Klasse Teamwork! Ja, Bruder. Wenn wir uns zusammentun... Bruder? Er hat sich fortgeschlichen. Familien. Thor! Heimdall, der Weltenesche sei Dank, du lebst. Steine brechen mich nicht. Wir haben einiges zu besprechen. Und wir brauchen deine Hilfe, um die Nexus-Splitter zu finden. Seltsam. Odin, ich meine, Loki hat das Gleiche gefragt. Dann geh mit ihnen. Ich werde hier wachen, sollte Surtur zurückkommen. Du gibst einen würdigen Tor ab. Wir treffen uns alle in Manhattan. Endlich! Ich wollte immer den Broadway sehen. Gerade wenn man denkt, es kann nicht noch seltsamer werden, haben die Helden unserer Stadt vor, Kang mit dem bescheuertsten Plan zu besiegen, den ich als Reporter je gehört habe. Sie setzen auf Cosmo, den Weltraumhund, und auf den Planeten Nowhere, den riesigen Schädel eines Weltraumriesen am anderen Ende der Galaxis. Tony Stark ist überzeugt, dass es auf Nowhere irgendwas gibt, mit dem man Kangs Verteidigung ausschalten kann. Um das aber nach Chronopolis zu bringen, müssen unsere Helden alle Nexus-Splitter einsammeln, die Doctor Strange dann wieder zusammensetzen soll. Weil er irgendein Buch voller Magie-Unfug braucht, um das zu schaffen. Warum lässt er nicht eine anständige Tasse Kaffee erscheinen, ne? New York geht der Kaffee aus, Leute! Gemütlich hier, Doc. Oh, danke. Aber Wong richtet hier alles ein. Zu freundlich, Sir. Hauptsächlich schwedisches Sperrholz. Wong, wir brauchen das Buch von Vishanti. Es ist vielleicht die letzte Hoffnung gegen Kang. Natürlich, Sir. Würdest du es bitte für mich holen? Nichts lieber als das, Sir. Leider weiß ich nicht, wo es ist. Ihr solltet besser auf eure Sachen achten. Ich achte sehr wohl auf... Also hilfst du mir jetzt bei der Suche? Vielleicht ist es in der Vitrine von Nisanti, hinter dem Staubsauger. Wenn es da nicht ist, überlegt, wo ihr es versteckt haben könntet. Beim Allsehenden... Moment, ich erinnere mich tatsächlich. Ich habe es mit 5 Runenschlössern verschleiert. Ist es! Schnell, kommt her! Ha! Ich sagte doch, es ist an einem sicheren Ort. Gut gemacht, Sir. Weg! Mordo! Nicht!
Du kommst zu spät, Strange. Kang kniet schon bald vor dem großen Dormammu. Und Chronopolis wird Teil der dunklen Dimension. Aber wie hast du das Rätsel meiner magischen Schlösser gelöst? Schlösser? Das Buch lag in der Vitrine von Nesanti hinter dem Staubsauger. Gib besser auf deine magischen Gegenstände Acht. Nicht so schnell, Mordo. Lass uns diesen Kampf in der Spiegelwelt austragen. Lächerlich, Strange. Deine Abwehrspiegel halten mich nicht lange auf. Das war's, Mordo. Her mit dem Buch. Niemals! Wow, das war jetzt irgendwie... seltsam. Das war nicht mal das Verrückteste, was ich in Manhattan erlebt habe. Aber das erzähle ich später. Nochmal danke, mein Freund. Was würde ich nur ohne dich machen? Es ist eine Ehre, euch zu dienen. Jetzt, geht und tretet Kang ordentlich in den Hintern. Ich beschütze das Sanktum vor jedem weiteren Angriff. Falsches Gewinde. Wie kann ich dir behilflich sein? Wir suchen die Splitter des Nexus aller Realitäten. Mit seiner Macht können wir ein Portal nach Chronopolis erschaffen. Die Splitter sind überall in der Gegend verteilt. Ja, das sehe ich. Meine Reise nach Midgard ist sehr wichtig. Vor allem, wenn wir diese Eintrittskarten erwerben können, von denen ihr spracht. Heimdall, zuerst sollst du der Holden Wasp behilflich sein. Sie kann die Position der Splitter markieren. Was für Eintrittskarten? Heimdall hatte eine kleine Bedingung. Er möchte Eintrittskarten für eine Broadway-Show. Ernsthaft? Es sind also 5 Nexus-Splitter. So ist es. Ich werde Teams aussenden. Wie was? Oh, ja. Nachrichten schlafen nicht und ich auch nicht. Und diese Nexus-Splitter müssen auch schnell eingesammelt werden. Heimdall hat einen Herrler entdeckt, den Kree-Sektor von Chronopolis. Und wer wäre besser für eine Mission gegen außerirdische Wirrköpfe geeignet als die Guardians of the Galaxy? Sie sind spät eingetrudelt und einer von ihnen ist nur ein besserer Zweig, aber sie haben echt die richtige Einstellung. Wer weiß, vielleicht bemerken diese widerlichen Kree ja gar nicht, dass sie den Splitter haben und lassen Gamora und die anderen ungehindert passieren. Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Jetzt nur noch den Nexus-Splitter finden. Wo kommt ihr jetzt her? Wir mussten ein Verteidigungsdingens zerstören. Haufenweise Laser und Explosionen. Ich bin blöd! Psst! Ich versuche hier zu lügen. Das Kuchenbuffet bleibt unser Geheimnis. Konzentration. Wie ist der Plan, Peter? Naja, ich dachte, wir schleichen uns rein und... Hier stimmt was nicht. Holen wir den Splitter und dann weg. Tochter des Thanos, geziemt sich das für den Hochadel? Du treibst dich zu lange mit diesem Diebesgesindel herum. Ronan, Diebesgesindel klingt etwas gemein. Wir möchten nur ein winzig kleines Stückchen Kristall ausborgen. Schweig! Dieser Splitter wird von der Energie des Nexus gespeist. Mit dieser Macht führe ich meine Heere gegen Kang. Er wird für das Umsiedeln der Kree bezahlen. Ja, das klingt doch gut. Lassen wir es ihm. Oh. Vielleicht sollte ich dich gehen lassen, Naga. Aber andererseits sind meine Hunde ausgehungert, weil sie schon so lange nicht gefüttert worden sind. Ich bin gut. Glaube kaum, dass die Süßigkeiten mögen. Achtung, Quill! Schleichmission erfolgreich. Genau, ein echter Präzisionsschlag. Hat keiner gesehen. Halt bereit!
Du Verräter, Maximus! Komm, Lockjaw, kehren wir zurück! Das gefällt mir nicht, Medusa. Erst wird unser Königreich Attilan hierher versetzt und dann diese Eroberung. Wir müssen in unserem eigenen Königreich herumschleichen. Sag, Triton, ist es, wie wir dachten? Noch schlimmer, Hoheit. Die Kree konnten uns angreifen, weil unser Schild von innen deaktiviert wurde. Wie? Verzeiht, König Blackbolt, aber ich soll euren Bruder Kree-Truppen anführen. Gut. Die Sicherheitssysteme des Palasts sind deaktiviert. Du musst deinen Bruder wohl zur Rede stellen. Statten wir dem Thronsaal einen Besuch ab? Willkommen zu einem weiteren JJJ-Livestream. Diese Kree, hinter denen die Guardians her waren, arbeiten nicht allein. Laut einer meiner Quellen arbeiten die Kree jetzt mit einem weiteren Shang-Kangs, einem Inhuman namens Maximus der Verrückte. Wenn ich nicht bald aus Chronopolis rauskomme, kriegt Maximus der Verrückte es mit Jonah, den Wütenden, zu tun. Maximus hat den Kree geholfen, die Inhuman-Stadt Attilan einzunehmen, weil er seinen eigenen Bruder Black Bolt vom Thron stoßen will. Also hat Black Bolt seine Familie versammelt, um die Stadt zu befreien und den Thron zurückzugewinnen. Meine Quelle berichtet, dass Black Bolt die königliche Familie nicht mit einer Rede beeindrucken konnte, weil seine Stimme ja diese wahnsinnige Zerstörungskraft aufweist. Gefuchtel und Grimassen reichten aber auch. Maximus will uns bestimmt in eine Falle locken. Betretenes Schweigen. Findest du es nicht auch unerträglich? Maximus, wie kannst du nur den König verspotten? Du weißt, dass er nicht sprechen kann. Lass uns herausfinden, ob er schreien kann. Lockjaw! Teleportieren! Hold sie down! Man sagt, Taten sagen mehr als Worte, nicht wahr? Willkommen, Familie, am Hofe von Maximus dem Großen. Du bist nichts als eine Marionette der Kree. Du hast nichts mit deinem Bruder gemein. Na und? Wer hat zugelassen, dass Kang unsere Stadt verschleppt? Ronan und seine Kree haben einen Nexus-Splitter. Mit unseren vereinten Kräften zerquetschen wir Kang. Runter vom Thron meines Gatten. Deines Gatten? Aber nein, nein, nein. Dieser Thron passt viel besser zu mir. Er ist viel moderner. Nutzen wir den Stammbaum ein wenig. Wollen wir? Ach, komm schon, Bruder. Still. Gut gesagt, Liebster. Crystal, wärst du so freundlich? Es wäre mir eine Ehre, Schwester. Oh, ich kann nicht glauben, dass Maximus seine eigene Familie verraten hat. Obwohl es keine schlechte Idee war, Kang mit vereinten Kräften zu bezwingen. Vielleicht wenden wir uns an jemand anderen als Ronan. Vielleicht sollten wir das. Aber vorerst lassen die Kree nicht locker. Die meisten Verteidigungssysteme habe ich aktivieren können, aber Ronans Truppen sind hartnäckig. Crystal, Triton, ihr bleibt hier und verteidigt unsere Stadt. Wir statten Ronan, dem Ankläger, einen Besuch ab. Euer König ist nun endlich in der Stimmung, mit ihm zu sprechen. Dank Heimdalls überragender Sehkraft wissen die Helden jetzt, wo sich die einzelnen Nexus-Splitter befinden. Jetzt müssen sie sie nur zu Dr. Strange bringen, damit der mit seiner Magie Nowhere nach Chronopolis bringen kann. Einer der Splitter ist irgendwo in Kanlan, dem mystischen Land, in dem es nichts gibt als Meditation, Jagdmilch und Iron Fist. Iron Fist? Den kenne ich! Er wird den Helden helfen, den Splitter aus Kanlan zu holen. Falls sie ihm helfen können, Kingpin auszuschalten, der hat sich im New York der Gangsterzeit niedergelassen.
Okay, und wer hilft Fisty? Spider-Man? Das soll wohl ein Witz sein! Wir mussten Kingpin erledigen. Und ein Mann stand uns im Weg. Lieferung? Für Mr. Kingpin? Um was handelt es sich denn? Spazierstöcke. Kristallknauf. Nehmen Sie den Fahrstuhl. 5. Stock. Durchs Büro. Was für eine Puppe bist du denn? Die Art Puppe, die sich von Kerlen nicht gerne Puppe nennen lässt. Ha, mich solltest du besser auch nicht Puppe nennen. Ich hatte ein Rendezvous mit einem Insider arrangiert. Du bist also Spider-Mans Kontakt? Seid ihr etwa verwandt? Sagen wir einfach, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten. Und Hammerhead hat hammermäßig Spaß. Das müsste Kingpins Büro sein. Das ist ja eine tolle Büroparty! Wo steckt Kingpin? Willkommen bei der Party, Freunde. King hat vorgeschlagen, dass ich bei der Bürgermeisterwahl antrete. Natürlich habe ich gewonnen. Schicker Anzug, Matt. Du kennst diese Dame? Oh, ihre Stimme sagt mir nichts. Noch so ein Zeitliniending. Deine Amtszeit ist vorüber, Kingpin. Holt mir King an die Strippe. Er hat mir Schutz zugesichert. Ich finde, wir haben hier zu viel Zeit verbracht. Was glaubt ihr, wie ich mich fühle? Oh, kommt schon, Leute. Spaß muss sein. Zeit, dein Teil der Vereinbarung einzuhalten, Fist. Ist gut. Prima. Auf ins mystische Land Kanlan. Ich gehe dann mal nach oben. Ihr wisst schon. Nachsehen, ob sie schön aufräumen. Tschüss! Schön, dass er bessere Laune hat. She-Hulk war auch fleißig. Komm schon, langsam bin ich aber mal dran. Willst du uns wirklich nicht nach Kunlun begleiten, Daredevil? Der Fisk Tower ist erst der Anfang. Die übrigen Defenders müssen diese Version von Manhattan befreien. Wir könnten aber Hilfe gebrauchen. Wenn es ums Befreien geht, bin ich dabei. Iron Fist tut sich mit dem quasi nutzlosen Spider-Man zusammen und zeigt ihm, wie ein echter Held arbeitet. Der Netzkopf kriegt doch alleine gar nichts hin. Ha! So eine Eisenfaust wäre klasse. Jedenfalls sollte er Chi und Fäuste parat haben, um den Nexus-Splitter aus der Höhle des Drachen zu holen. Falls der Name nicht ironisch gemeint ist, hausen da wohl kaum Miezekätzchen. Die ist vermutlich gebrochen. Leute, ich glaube, wir stecken hier fest. Ich war hier schon einmal. Doch diese Dunkelheit habe ich noch nie gespürt. Du hast recht, es ist schrecklich dunkel hier. Gibt's hier einen Lichtschalter? Wow. Vorsicht. Hier sind Fallen, die sogar dir unangenehm werden könnten. Willkommen in den Höhlen von Kanlan. Das ist die Stimme, die wir von draußen gehört haben, oder? Hier ist etwas, nach dem ihr sucht. Ihr könnt es finden, aber es wird nicht einfach. Meint er etwa den Nexus-Splitter? Fangen wir mit der Suche an. Tja, gemütlich. Passt auf, wohin ihr tretet. Es wird gleich etwas wärmer. Warum werde ich nervös? Keine Ahnung. Wärmer trifft es nicht ganz. Ist die Klimaanlage kaputt? Ist das ein Drache? Das ist ein Ja auf die Drachenkrane. Ich bin der unsterbliche Iron Fist. Niemand steht mir im Weg.
Davos. Lange nicht gesehen. Für dich, Steel Serpent Rand. Noch hast du die Macht der Iron Fist, aber schon bald ist sie mein. Erlöse, Shulao. Ganz ruhig, Shulao. Der Nexus-Splitter steckt direkt im Herz des Drachen. Ich ziehe ihn erst raus, wenn ich die Macht bekomme, dich zu besiegen. Was will der denn? Rache. Das Herz des Drachen gehört denen, die seiner Macht würdig sind. Und du, Davos, bist es nicht. Du bist frei, Shulao! Wie cool war das denn bitte? Ich meine, Herz des Drachen? Wo hast du das alles gelernt? Genau hier. Vor langer Zeit. Hast du den nächsten Splitter? Na dann, Abmarsch. Der Typ wird so schnell nicht wegkriechen. Das ist also ein Nexus-Splitter? Cooles Ding. Oh. Ja, ganz hübsch. Dafür, dass er unvorstellbare Macht in sich trägt. Ich sollte ihn verstecken. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Ja, weiß man nicht. Vielleicht Kang. Oder sogar Kang. Ich sollte lieber zurückgehen. Ich muss mich vergewissern, dass die Defenders Kingpin in Schach halten. Falls du She-Hulk siehst, sag ihr bitte, dass sie uns folgen soll. Unterwegs nach Nueva York, oder? Genau. In die Zukunft. Dieser Tag wird immer besser. Wir sehen uns in einer anderen Zeit. Es sieht übel aus. Und ich meine, letzter Bagel in der Schachtel übel. Wenn diese Helden versuchen, Kang zu stoppen, dann sei's drum. Versuchen wir doch etwas Teamgeist aufzubringen. Ich zeige Ihnen, wie es läuft, Captain America. Auf dem Weg zur Wasserstadt Lemuria, in der Heimdall einen Nexus-Splitter entdeckt hat, hat Caps Team einen dunklen Tunnel entdeckt. Sie werden doch nicht in eine Falle tappen? Ich meine, Heimdall hat diese irren Augen. Wenn es eine Falle ist, kann er sie warnen, oder? Der sollte seine Augen untersuchen lassen. Denn ich wette, den Helden wird nicht gefallen, wohin der Tunnel führt. Törichte Oberflächenwiesen. Eure Gefangennahme wird mir mein ganzer Keck sein. Tja, hätte schlechter laufen können. Stimmt nicht. Seid gegrüßt. Eure Leben gehören nun dem Red King. Doch gnädigerweise werden sie relativ kurz sein. Nun, sehen wir mal, wie ihr euch gegen die Weltenbrecher schlagt. Was kann dieser aufgeblasene Narr gegen uns ins Feld schicken, das wir nicht besiegen können? Das sind aber eine Menge Hulks. Zumindest wird es ein würdiger Kampf. Es hat begonnen. Nehmt den Kampf auf. Okay, schön der Reihe nach. Holen wir uns. Aber jetzt beweise ich, dass ich am würdigsten bin, in Kangs neuer Ordnung zu herrschen. Ich besiege euer Team mit bloßen Händen. Diese Gewinnchancen gefallen mir. Nur mit diesen Händen. Mein Anzugsschwert, Flammenwerferraketen. Oh, und... Oh!
Ausgezeichnet. Jetzt, da er aus dem Weg ist, nehme ich gerne eure Kapitula... Wo war ich? Ach ja, eure Kapitula... Einigen wir uns auf ein Unentschieden? Wir sind nicht fertig. Thor, Strange, Hulk, ruht euch aus. Captain Marvel und ich gehen voraus und halten Ausschau nach Fallen. Wir treffen uns in Lemuria. Viel Glück. Vorsichtig, meine Freunde. Atuma scheint schlüpfriger als die Midgard-Schlange. Beinahe schade, dass ich sie so leicht losgeworden bin. So schnell. Sie konnten dich gar nicht treffen, mein abscheulicher Freund. Ihr beide müsst euch vertragen und euch die Hände geben. Die beiden Captains müssten genug Zeit gehabt haben, sich die Gegend anzusehen. Wir müssen uns beeilen. Seid ihr noch da? Gut, zurück zu Black Bolt und den Inhumans. Ihre Mission war, Attilan zu retten und Black Bolt wieder als Herrscher einzusetzen. Den Typen mit der zweitmächtigsten Stimme hier, nach meiner Wenigkeit. Nach dem Sieg über Maximus den Verrückten richtete das attilanische Königshaus ein Augenmerk auf die Kree. Der Kampf entbrannte im Hela-Sektor von Chronopolis, wo der mächtige, stumme Black Bolt darauf wartet, diese Kree ordentlich aufzumischen. Habe ich das schon gelesen? Haben sich nicht schon die Guardians of the Galaxy mit diesen Kree-Fieslingen angelegt? Guardians. Witzfiguren wohl eher. Naja, hoffentlich haben sie es nicht schlimmer gemacht. Ja, ich stimme zu. Dieser Ort scheint offensichtlich nicht mehr sicher zu sein. Es sieht Ronan nicht ähnlich, dass er uns ziehen lässt. Die Turbine deaktivieren, die Sicherheit unterwandern und Ronan unsere Vergeltung spüren lassen? Du verwöhnst mich wirklich. Es hört sich an, als hätte Ronan bereits Gäste. Ronan, der Ankläger, ist besiegt? Aber wer führt dann jetzt die Kree-Truppen an? Wir werden Zeuge eines chronogalaktischen Ereignisses. Die oberste Intelligenz des Kree-Imperiums lässt sich nicht ablenken. Wir stehen hier als die freien und rechtmäßigen Herrscher von Attilan. Ruhe, Guardians. Beseitigt diese Störungen. Schwachköpfe. Oh, ihr berechnet das! Ach, ihr Narren! Ihr versteht überhaupt nicht! Das war übertrieben. Aber es hat euch gefallen. Nicht wahr, Eure Majestät? Schont euch ein wenig. Es dauert etwas, bis die Wirkung nachlässt. Danke, Peter. Gute Arbeit. Black Bolt, wird dein Volk sich uns anschließen? Wir werden uns bemühen, euch gegen Kang zu unterstützen. Aber an erster Stelle steht unser Königreich. Dann auf bald, Guardians. Ich bin Groot. Was soll das heißen, er hat wenig zu sagen? Dein Vokabular ist ja wohl auch mehr als begrenzt. Sie haben einen Teil des Nexus ausfindig gemacht und an sich genommen. Ganz schön aufregend, nicht wahr? Mein kleiner Zangenangriff. Ich werde sie vernichten. Und ihre Stadt. Ich konnte Parks noch nie ausstehen. Euer Zerstörungswahn ist beeindruckend, oh Kang. Jemand muss euch aufhalten. Kangs ständige Angriffe machen diesen Ort zu gefährlich für Sterbliche. Hey, immer noch besser als New York in den 70ern. Also, weißt du schon, wo du zuerst hingehen willst? Ja, ich möchte gern die singenden Katzen sehen. Doch zuvor sollten wir heiße Hunde verspeisen. Ja,
Wir essen hier keine... Ah, klar. Hot Dogs. Danach zum Broadway. Komm mit. Bei Little Tony gibt's keinen Ruhetag. Nicht mal in der Apokalypse. Ich werde weiterreden, solange mir noch jemand zuhört. Weiter auf der Spur der Nexus-Splitter. Haben die immer noch nicht alle? Unsere Helden hoffen, dass es beim zweiten Anlauf besser läuft. Dieses Mal geht es um Vergeltung und der Hulk ist genau die richtige Verstärkung. Der Grüne wird Atuma den Fischkopf gerade rücken. Sieht gut aus für die Helden. Und wie geht es weiter, wenn sie Nowhere nach Chronopolis gebracht haben? Was dann? Bringt dieser riesige Celestial-Kopf auch was im Kampf gegen einen Irren wie Kang? Iron Man ist zuversichtlich. Aber was weiß dieses Genie schon? Er hält es ja anscheinend auch für richtig, Spider-Man im Team zu behalten. Ist es nicht? Stingray war in Memoria, als Kang es unterwarf. Die schlechte Nachricht ist, dass es Atuma gelungen ist, mit dem Nexus-Splitter eine Kontrollperle zu überladen. Also Vorsicht! Verdammt! Thor! Ausgerechnet jetzt eingefroren. Keine Bewegung, Atuma! Wir brauchen diesen Nexus-Splitter! Ich soll die Kontrolle über meinen Jedi aufgeben? Niemals! Sobald er sich befreit hat, müssen wir auch wissen. Schon bald wirst du frei sein. Thor mag Geschichte sein, aber ich finde jemand anderen. Vielleicht sogar deinen grünen Freund dort. Hulk! Thor! Nein! Meine Perle! Autsch, das muss wehtun. Ach, meinst du? Guten Abend, Clive. Cyril? Irgendeine Spur vom Pharao? Nee, aber weißt du was? Mir reicht's langsam, Cyril. Was meinst du, Clive? Nun, er ist ganz schön besessen, nicht? Wie meinst du? Schwirrt schon wieder irgendwo rum, kommt zurück mit irgendwelchen verrückten Ideen und wer meint, der muss dann seinen grandiosen Plan ausführen? Wir? Wir! Genau, Cyril. Weißt du noch das Pyramidensystem? Was ein Reinfall! Alles voller Pyramiden und wir haben keinen einzigen Cent gesehen. Dieses unbezahlte Praktikum ist Mist, Clive. Oh, finde ich auch, Cyril. Warte. Seit wann haben wir eine neue Sphinx? Moment mal. Wer bist du denn? Der Nexus-Splitter! Endlich! Ich werde ein Portal so nah wie möglich am nächsten Splitter öffnen. Schnell, wir dürfen keine Zeit verlieren. Stingray, kannst du das zurück zu Wasp und den anderen schaffen? Captain. Gute Arbeit, Leute. Wir nehmen wohl den beschwerlichen Weg. New York ist die beste Stadt auf der Erde. Aber hier in Chronopolis hat sie Konkurrenz. Nämlich ein anderes New York. Der andere Big Apple ist komplett verfault. Ein futuristischer Neon-Albtraum unter der Fuchtel eines Großkonzerns. Alkemax. Schlimm genug, die als Nachbarn zu haben. Aber noch schlimmer, die haben sogar ihren eigenen Spider-Man. Und ich wette mein letztes Hemd, dass da auch alternative Versionen dieser kostümierten Verbrecher in Spider-Mans Dunstkreis sind. Ich werde mich wesentlich sicherer fühlen, wenn das Team den Nexus-Splitter zu Dr. Strange gebracht hat. Aber Angst habe ich natürlich keine. Keiner hat uns gesehen, oder? Ich glaube nicht. Okay, wir müssen leise sein. Niemand darf uns jetzt hier bemerken. Klar. Du bist es. Oh, endlich habe ich dich eingeholt. Oh! Iron Fist hat mir erzählt, dass ihr einen Nexus-Splitter habt.
Sicher verwahrt. Ich verfolge den Kobold seit der Brooklyn Bridge. Hat mich hergeführt. Was machen die hier? Genetik, Kybernetik, Gefahrenstoffe, das Übliche. Ja, ich bin Spider-Man. Ich bin Spider-Man. Ich bin Spider-Man. Nur ein Spaß. Miss Marvel. Hi. Drei kleine Spinnen, alle in der Reihe. Du willst jetzt nicht einen Preis. Gwen! Das ist doch eine Falle! Oh. Oder so. Venom? Carnage? Oder Carnum? Venage? Hast du eine Visitenkarte? Egal. Irre, was in diesen Laboren alles geht. Der Kobold kontrolliert sie mit dem Nexus. Willkommen zur Party! Wir müssen gehorchen. Spinne zerquetschen. Mich? Alle Spinnen zerquetschen. Danke, so ist es viel klarer. Oh, mein kleines Scharmützel. Was sage ich immer, wenn du meine Strategien nachvollziehen willst? Es tut mir leid, eure Kängestät. Ich bin einfach so fasziniert von eurer Genialität. Sie versuchen offensichtlich, den Nexus wiederherzustellen. Aber zu welchem Zweck? Ravonna? Danza, Cosmo? Dame, Cosmo, Dame? Gerne! Jederzeit, klar? Ja. Und das war erstes Mal, dass Cosmo guter Hund war. Aha. Guter, braver Hund. Wow, das ist faszinierend, Cosmo. Ich muss mal beim Team nachfragen, ob es schon was Neues gibt. Könntest du mir das Ladungsverzeichnis von Nowhere schicken? Kein Problem! Wirst es haben, bevor das Portal sie aufhat! Dann, Cosmo erzählt von Mann mit Stöckchen! Aber er wirft Stöckchen nicht. Mann, der Hund kann ja sprechen! Hey, Vorsicht! Tut mir leid. Als Yellow Jacket hast du mir besser gefallen. Ich bin echt urlaubsreif. Dies ist die einzig wichtige Nachrichtensendung, denn es ist die letzte in Manhattan. King! Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Thor einen Nexus-Splitter im altägyptischen Bereich von Chronopolis sucht. Scheinbar hat der Pharao dort nichts für King übrig und lässt unsere Helden in die Grabstätte, in der ein Fragment ist. Für diejenigen von euch, die hinterm Mond gelebt haben, die zusammengesetzten Nexus-Splitter werden im Kampf gegen Kang hilfreich sein. Dieser Pharao scheint ein netter Typ zu sein. Ich habe eine gute Menschenkenntnis. Ich denke also, unsere Helden werden diesmal keine Probleme haben. Wartet! Ihr auch? What? Ich fürchte, ihr seid in dieselbe Falle getappt wie wir. Ich, Horus, betrat die Pyramide, um eine Störung der Grabstätte zu untersuchen. Aber ich komme nicht weiter. Netter Hut. Es gibt keinen Zugang zu den tieferen Ebenen. Hulk, nicht aufgeben. Hulk, machen Zugang. Hulk! Alle wohl auf! Hier drin, Captain! Ja. Ich lebe! Alles klar! Dann müssen wir eben getrennt weitermachen. Lasst uns den Splitter finden. Wirklich ganz toll gemacht. Nun zur letzten Prüfung. Die letzte? Aber wenn dieser Splitter entfernt wird, lässt die Energieschwankung den leichenhaften Bewohner erwachen, welcher nach Äonen der Gefangenschaft Vergeltung üben wird. An der ersten armen Seele, die er sieht. Und meine lieben Gefährten, das werde ganz bestimmt nicht ich sein. Loki! Dafür wirst du bezahlen! Im Gegenteil, verehrter Bruder. Du bist es, der bezahlen wird. Für mich. Hulk steckt fest! Nicht bewegen, das ist Treibsand! Ich mach das schon! Kümmert ihr euch um das da! Die lebende Mumie erhebt sich! Tor, jetzt! Schlaf gut, Mumie! Hulk! Nein! Schnell, alle Mann! Hier durch! Thank you.
Aber wie? Hulk Smash! Nun, Täuscher, wirst du alles wiederherstellen, was du entweiht hast. Ihr unverschämten Narren! Ihr habt Loki nicht zum letzten Mal gesehen. Ich werde... Ja, ich mach ja schon, ich mach ja! Ah! Hör auf, mich zu peitschen! Endlich habe ich Gegenspieler gefunden, die Kang würdig sind. Mein Vergeltungsschlag. Oh, Kang. Kängste aller Kangs. Hoffentlich ist eine diplomatische, friedliche Lösung noch möglich. Ich bin Kang, der Eroberer! Ein Eroberer erobert nun mal. Und das habe ich auch hier vor. Cosmo hat Verzeichnis für Avenger Guardians zusammengestellt. Sorry, Cosmo. Die Verbindung reißt ab. Komisch. Wirklich interessant. Es sieht so aus, als gäbe es an Bord eine Menge EMP-Potenzial. EMP? Elektromagnetischer Puls. Ihr zündet das Ding und das war's mit dem Energieschild. Und Cosmo kann endlich schöne Frauen kennenlernen. Wir haben die Nexus-Splitter analysiert. Wir können die Fragmente verschmelzen, aber das Nowhere wird höchstwahrscheinlich eine gewaltige Energie erzeugen und das Anwesen vernichten. Es ist einfach. Wir werden ein Gerät herstellen, um die Energie hoch über das Anwesen umzuleiten. Und wir brauchen Hilfe von Strange, um das Portal zu erzeugen, das Nowhere zu uns bringt. Wir haben wohl viel vorzubereiten. Was kann schon schiefgehen? Schnallt euch an für die neuesten Neuigkeiten. So groß, so gewaltig, mit einem Wort echt riesig. Gut, das sind zwei, verklagt mich. Unsere Helden haben einmal etwas richtig gemacht und den Nexus wieder zusammengesetzt und ein Raumzeitportal geöffnet. Warum? Ihr fragt warum? Wo lebt ihr denn in Lemuria? Die Avengers und der Rest bringen das mondgroße Nowhere hierher. Darum! Es wäre viel schneller gegangen, wenn Spider-Man nicht dabei gewesen wäre. Hank Pym mit seinem übergroßen Gehirn denkt, dass es an Bord etwas gibt, womit der Energieschild um Kangs Zitadelle deaktiviert werden kann. Einfach runterkrachen lassen, sage ich. Halt! Wenn die das vermasseln, könnte dieser riesige Weltraumschädel die halbe Stadt platt machen. Also, drücken wir jetzt den Knopf oder was? Da gibt es viele Interferenzen. Hey, Rocket. Weißt du zufällig noch, ob Nowhere einen Schnurrbart hatte? Meines Wissens nach nicht, nein. Ego? Der lebende Planet? Wer hat mich durch Raum und Zeit und Galaxien gerufen? Nicht schuldig, Kumpel. Oh doch, du hast den Hebel umgelegt. Ich schätze, wir hätten alles nochmal durchrechnen sollen. Die Berechnungen waren perfekt. Ich habe gerade eine Nachricht erhalten. Wir sollten das Gerät besser nicht aktivieren. Kang weiß, was wir vorhaben. Woher weißt du das? Keine Ahnung. Es war eine weibliche Stimme. Möchtest du vielleicht mal fragen, was wir tun sollen, wenn wir es doch aktiviert haben? Kang! Er wird für seine Unverschämtheit bezahlen. Sobald ihr für eure Unfähigkeit bezahlt habt. Muss wohl noch angepasst werden. Wasp, wir werden dabei Hilfe brauchen. Kang, diese Frechheit werde ich dir nicht verzeihen. Du wirst bezahlen. Also doch nicht so falsch, den Hebel umzulegen. Ja, gut gemacht. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Was? Ich wusste, die Koordinaten sind richtig. Reibungslos. Gute Arbeit, Strange. Ruh dich jetzt aus. Ich versuche, das Nova Corps zu kontaktieren. Sie sollen bereit sein, wenn der Energieschild zusammenbricht. Falls der Schild zusammenbricht. Es ist soweit, Leute. Zeit für den Kampf gegen Kang. Du bist ja wohl das süßeste Ding überhaupt. Kann ich dich in meine Fanfiction reinschreiben? Ich bin Groot. Ich nehme das mal als ein Ja. Danke. Du wolltest was sagen? Cosmo hat das meiste von Nowheres Primärenergie über eine Reihe von Subrelay-Stationen geleitet. Wenn du drin bist, setzt die Hauptsingularitätszelle ein. Der resultierende Faraday-Effekt erzeugt über den Quantenemitter ein Verzerrungsfeld. Alles
Alles klar. Weißt du was? Überlass das einfach Stark. Wo ist Tony? Und, bereit? Oh, ich kann es nicht erwarten, einen sprechenden Hund zu treffen. Okay, Leute. Seid ihr soweit? Schöner Anzug. Danke. Habe ich selbst modifiziert. Entschuldige mich, Mann. Alles hat's eilig. Bist du in Ordnung? Au. Machen wir den großen Schädel am Himmel bereit und stellen uns Kangs unheilvollen Truppen da draußen. Ich habe gute Nachrichten. Der Plan, Nowhere von wo auch immer hierher zu bringen, hatte Erfolg. Zugegeben, Kang hatte im letzten Moment Wind von dem Plan bekommen und versucht, einen anderen kopfförmigen Planeten durch das Portal zu schicken, war aber nichts. Trotz einigen Unkenrufen hier haben die Guten festgestellt, dass Nowhere doch einen Nutzen hat. Endlich können wir diesen Trottel loswerden. Das könnte es sein. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das sage. Nach all den Fehlern, die sie gemacht haben, aber... Viel Glück, Helden! Ja? Sogar Spider-Man. Kriegsführung in dieser Größenordnung ist so ein Nervenkitzel für die Sinne. Findest du nicht auch, Ravonna? Ach, egal. Sie hätte die genaueren Feinheiten meines Plans sowieso nicht begreifen können. Und diese Helden, sollen sie nur kommen. Danke, Captain Marvel. Kann losgehen. Soll Cosmo EMP abfeuern? Jetzt. Okay, die Schilde sind unten, Carol. Nova-Geschwader, gebt ihm Saures. Kangs Schiff! Es hat das ganze Geschwader ausgeschaltet. Tony? Ja, wir haben alles gesehen. Kang muss es nach Chronopolis teleportiert haben. Bringe mein Team auf Abfangkurs. Okay, Quill, wir sind fast da. Bereit zum Springen. Und wo ist der Eingang? Wir machen uns ein. Tja, Tony. Du hättest wohl lieber Thor oder Hulk an deiner Seite. Hey, das Letzte, was ich brauche, ist ein zorniger Hulk. Na, da lieber dein Spinnensinn und Star-Lords. Bravo, bravo! Ich begrüße eure Tapferkeit. Eure Taktik war verwegen. Yes! Hologramm? Wenn wir ihm nichts tun können, kann er uns auch nichts tun. Stimmt. Ich kann aber dieses Schiff abstürzen lassen. Bitte entschuldigt mich jetzt. Aber zuerst noch ein Abschiedsgeschenk. Das ist Korvac. Wenn der Absturz euch nicht auslöscht, wird er es tun. Üble Sache. Korvac ist eins mit der kosmischen Kraft. Er ist quasi ein Gott. Okay, ich hätte jetzt doch gern einen Hulk. Wie ist das möglich? Hey, wo ist er hin? Warnung, Aufprall steht bevor. Wer weiß, aber wir hauen auch ab. Okay, Kang hat das Schiff abstürzen lassen, aber wenn jemand fragt, wir waren das. Oh. Scheinbar hat meine Kriegsarena endlich Gegner hervorgebracht, die dem mächtigen Kang würdig sind. Wunderbar. Es wäre doch schade, würden sie allzu schnell ausgelöscht werden. Ein Sieg muss ausgekostet werden. Ich bin... Ah!
Doc. Jetzt hängt's an uns. Die Zitadelle steht offen. Lass uns Kang etwas zurechtstutzen. Beim Auge von Agamotto. Lasst uns siegreich sein. Ich bin J. Jonah Jameson und das ist es. Das große Finale. Die Mutter, nein, die Großmutter aller Showdowns. Es war einiges nötig, bis wir so weit waren, aber jetzt ist Kang in der Defensive und die Helden tragen den Kampf bis vor seine Haustür. Kang sagte, er möchte würdigen Gegnern entgegentreten und jetzt hat er sie eimerweise. Hoffen wir, es geht schnell, dann wird Manhattan wieder normal. Eins ist sicher, wenn es dazu kommt, nehme ich einen Tag frei. Was sag ich da? Ein Tag? Okay, vielleicht ein halber. Gut, ich schlaf aus und komm später. Zeig's ihnen! Wo sind denn alle? Kangs Arroganz macht ihn verwundbar. Machen wir weiter so. Mucksmäuschen still. Dachte, ihr könntet Unterstützung gebrauchen. Es geht schon wieder los. Geh auf! Du bist besiegt! Im Gegenteil, Doktor. Ich werde gerade erst warm. Captain America. Ja, du wirst für wahr einen würdigen Feind abgeben. Für so eine Schlacht brauchen wir etwas Besonderes. Eine gewisse Größe. Was war? Kang hat uns überrumpelt. Ich soll kämpfen gegen das? Freunde, bekommt die Klinge meines Schwertes zu spüren. Tritt ihm in seinen riesigen lila Hintern. Captain Marvel, lasst uns Kang genau das geben, was er gefordert hat. Lass mich, Weib. Nicht schlecht, Captain. Gut mit den Fäusten, aber absolut kein Taktiker. Wie? Weil wir zusammengearbeitet haben, Kang. Deswegen haben wir gewonnen und du hast... Ihr armen Narren. Dachtet ihr wirklich, ihr könntet dieses Spiel gewinnen? Ich werde einfach die Zeit zurückdrehen, sodass euer sogenannter Sieg niemals passiert ist. Mein Kristall. Oh, den Sternen sei Dank. Schnell, Ravonna, gib mir den Kristall. Ravonna? Hey, schöne Frau! Hm. Du hast mich verraten. Oh, Kang. Ich bin beeindruckt. Du hast mir keine Wahl gelassen. Wenn du sofort mit diesem Unsinn aufhörst. Zu sehen, wie diese guten Leute nobel weiterkämpfen, das hat mir Stärke verliehen. Die Stärke, meinem eigenen Unterdrücker die Stirn zu bieten, meinem Wärter, meinem Geliebten. Ravonna! Ich kann dich nicht vernichten. Ravonna, nein! Schweig, du Narr! Ravonna, meine Liebste. Deswegen kann meine Vergeltung auch eine Chance für dich sein, einen anderen Pfad zu wählen. Du stellst meine Geduld! Aha! Zertrümmerte die Tür und rannte auf sie zu. Sie ließen voller Panik ihre Plasmagranaten fallen und sprengten so die Wand. Zertrümmern mag Hulk auch. Sie sahen alles so dumm aus. Beim nächsten Mal sollten wir besser vorbereitet sein. Glaubt ihr, Midgard erwartet eine weitere Bedrohung? Es gibt immer eine nächste Bedrohung. Also hast du alle Alben in der Erstauflage? Und wie neu. Sogar das White Album.
Klasse, der fünfte Song ist ohne Zweifel der beste. Also, wie geht es weiter? Nun, ohne Kangs Führung stellt der Rest der feindlichen Truppen kein Problem mehr dar. Ihr habt meinen Dank, Helden. Sobald die Kämpfe vorbei sind, benutze ich diesen Kristall, um eure Reiche wieder an ihren Platz im Lauf der Zeit zu bringen. Und was wird das Kang? Keine Sorge, er ist in sicheren Händen. Ich bin cool! Nein, nein, nicht cool! Kein Geld der Welt ist das wert! Wow. Habt ihr das gehört? Keine Laserkanonen, Explosionen und kriegführende Bösewichter. Jo. So friedlich. Avengers, endlich. Wir brauchen unbedingt eure Hilfe. Ravonna? Was ist los? Terminatrix, bitte. Und wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich nehme einen Zeitfrakturvorfall wahr. Ereignishorizont nähert sich. Kosmos Schwanz ziehen! So friedlich.